Ja, mein Name ist Tamer Tandogan. Ich bin der Chefarzt in der Palas-Klinik in Olten. Wir haben hier ein sehr freundliches und kompetentes Team. Und die Patienten sind auch alle sehr freundlich und ja, ich bin gerne hier. Die Palas-Klinik ist eine etablierte Klinik, hat einen guten Namen und bietet viele Möglichkeiten für mich und für mein Team, eine gute Medizin anzubieten. Wichtig ist natürlich die Patientenversorgung, dass die Patienten medizinisch gut versorgt werden, dass die Patienten verstehen, was das Problem ist und auch die Möglichkeiten, die wir anbieten können im Sinne einer Behandlung, und dass sie auch mit uns mitentscheiden können und die Möglichkeiten angeboten bekommen und auch das aussuchen können, was für sie das Beste ist. Chirurgisch wollte ich auf jeden Fall tätig sein. Und dann, als ich mir die Fächer angeguckt hatte, war die Augenheilkunde für mich sehr interessant, fast faszinierend, weil man in der Augenheilkunde auch Optik und sehr viel Hightech einsetzt. Und mir hat es auch gefallen, dass man einfach die Strukturen des Auges direkt sehen kann. Also wir brauchen keine Röntgenuntersuchungen zum Beispiel meistens, in seltenen Fällen ja, aber wir können einfach die Strukturen des Auges direkt sehen. Zwar mit Lupen, also man muss alles vergrößern, man braucht Licht und Lupe, aber man kann dann direkt zum Beispiel den Sehnerven sehen, die Netzhaut sehen, die Linse sehen. Man hat sehr schnell eine Diagnose und ein Gefühl, was man machen muss, und die Ergebnisse sind relativ schnell da und meistens sehr zufriedenstellend. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe ein großes Spektrum in der Augenheilkunde. Ich mache auch Netzhautchirurgie, Glaukomchirurgie, Hornhautchirurgie. Aber mein Schwerpunkt ist die Linsenchirurgie. Wenn die menschliche Linse eingetrübt ist, dann muss sie ja ausgetauscht werden. Oder aber manchmal, wenn die Brechkraft des Auges korrigiert werden muss. Zum Beispiel können wir, wenn wir die Augenlinse entfernen und eine Kunstlinse implantieren, können wir die Brechkraft des Auges, des gesamten Auges korrigieren und dadurch auch die Fehlsichtigkeiten korrigieren. Wir können das Ganze mit dem Patienten individuell besprechen und auch das, was er in seinem Leben ja, betonen möchte und auch er am liebsten haben möchte, können wir ihm dann anbieten. War sehr gut, dass ich sehr viel operieren durfte und habe mir sehr viel, sehr viele Fertigkeiten, chirurgische Fertigkeiten aneignen können. Und später dann kann ich sagen, die Forschung an der Uni Heidelberg und meine Habilitation. Das war auch für mich eine wichtige Phase. Und die Forschung in Kombination mit der Klinik, mit der Praxis, mit der Chirurgie gibt mir ein volles Bild, ein großes Bild. Deswegen mache ich beides gerne. Und vor allem, wenn man dann ein Ergebnis hat, was dann gut wird, wenn der Patient auch zufrieden ist und wenn wir auch objektiv messen, dass das Ergebnis gut geworden ist, Patient ist zufrieden, Arzt ist zufrieden, das Ergebnis ist objektiv gut und der Patient ist subjektiv auch zufrieden, dann ist natürlich das Gefühl ist dann sehr angenehm. Ja. Und das schafft auch Vertrauen, denke ich, dass man gut zuhört und versucht zu verstehen, was das Problem ist und auch das, was man vorschlägt, auch gut rüberbringen kann, dass der Patient das auch versteht und auch tatsächlich das möchte. Und ich denke, wenn der Patient gut verstanden hat, was das Problem ist und was mein Lösungsvorschlag tatsächlich ist, und wenn er dann Vertrauen hat, dann sind die Ergebnisse auch besser. Das glaube ich schon. Weil wenn der Mensch auch so ein bisschen ein gutes Gefühl hat insgesamt bei dem Prozess, ist die Heilung auch besser, denke ich. Ich versuche immer, wenn ich im Gespräch merke, okay, der Patient hat das noch nicht verstanden, dann gehe ich eine Stufe runter von der Komplexität her. Dann sage ich, okay, gut, dann versuche ich noch einfacher zu sagen. Und man merkt das ja auch, wenn der Patient das verstanden hat. Oder der Patient gibt dann
Beispiele, ja. Ah, ist es so ähnlich wie das zum Beispiel? Dann weiß ich, okay, der hat sich Gedanken gemacht, hat es verstanden, dann sage ich ja oder nein. Also die Kommunikation ist sehr wichtig. Gute Gespräche mit Kollegen, mit Freunden, mit der Familie. Natur, Radfahren, Schwimmen, das ist mir gut.